Ich finde das gut, dass wir dich heute zum Experten machen, Sven. Kannst vielleicht in den letzten 15 Sekunden, beziehungsweise gegebenenfalls auch noch in der zweiten Halbzeit darüber philosophieren, weil dann hast du die Halbzeitpause Zeit, darüber nachzudenken. Wo drin der Unterschied zwischen Männer- und Frauenhandball liegt. Halbzeit. 13:6 für Schwerin und wir warten auf das Fazit von Sven in der zweiten Halbzeit über den Unterschied zwischen Männer- und Frauenhandball. Die zweite Halbzeit wird gleich beginnen, wenn wir dann noch gleich den Hagenauer Trainer auf der Bank erleben werden. Kannst ja kurz mal draufzoomen. Und feststellen, dass die Bank leer ist. Aber auch er schafft es, noch vor Anpfiff dabei zu sein. Sven, wenn du dir jetzt das Spielfeld anguckst, welche Veränderung fällt dir auf? Die Mannschaften haben die Seiten gewechselt? Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Weiterer Punkt in Sachen Regelkunde. Nein, aber von den Spielern her. Ich bin sehr gespannt, ob du sehr aufmerksam bist. Mir ist etwas aufgefallen. Kann noch nicht so ganz erkennen, was du wahrscheinlich schon erkannt hast. Erinnere dich daran, als die Kamera schon aus war und wir hier eine kleine Situation erlebt haben zwischen einem Spieler und einer Mutter hier auf Hagenauer Seite. Vielleicht stellst du fest, wo der Unterschied liegt. Der Torhüter hat gewechselt. Richtig. Gut, Sven. Hat zwar eine Weile gedauert. Ein Tor, um genau zu sein, vom SV Post. Das zweite wird nicht folgen, weil der neue Torhüter gehalten hat. Und der andere jetzt am Ball ist. So, Sven. Vor der Pause hast du eine Aufgabe gestellt bekommen. 10 Minuten hattest du Zeit. Dann erklär mal den Unterschied zwischen Frauenhandball und Männerhandball. Also aus meiner amateurhaften Sicht, wie ich das gerne mal beschreiben möchte, ist für mich der Männerhandball wesentlich körperbetonter, körperintensiver. Frauenhandball geht aus meiner Sicht mehr in die Technik, mehr in Kombinationsspiel, ist für mich nicht ganz so körperbetont. Also ich glaube, mit dieser Aussage solltest du vielleicht demnächst der Kommentator neben Stefan Kretschmer sein. Das war eine, ja, schon gute Ausführung. Die wesentlichen Bestandteile sind natürlich drin gewesen. Wenn du jetzt noch gesagt hättest, dass es sich hierbei um zwei unterschiedliche Sportarten handelt, ich glaube, wäre alles ideal gewesen. Sechs. Mittlerweile für den SV Post Telekom Schwerin. Oh, schade. Ja, Sven, über Segeln und Daten haben wir gesprochen. Welche Sportarten verfolgst du momentan denn so im Television? An sich gar keine. Stimmt, du hast ja gar keinen Fernseher. Oder täusche ich mich? Doch, ich besitze einen. Nicht groß, aber ich besitze doch einen. Gut. Was guckst du denn sonst im Fernsehen? Kann ich gar nicht genau sagen. Er ist zwar an, aber meistens sitze ich vorm Rechner und bearbeite Fotos, Videos. Deine andere Leidenschaft quasi? Nicht viel Ahnung vom Sport, aber die Sporthallen oder Sportplätze dieser Region sind ja zu deiner zweiten Heimat geworden. Zusammen mit dem anderen Mann hinter der Kamera, Hector, vielen noch früher bekannt aus den Diskotheken dieser Stadt. Wenn ihr die Spiele hier begleitet, wie kommt man dazu eigentlich? Es war aus
der Not herausgeboren, dass wir es, eigentlich waren wir nur Fotografen hauptsächlich und haben uns dann irgendwann gesagt, warum wollen wir nicht auch, wenn wir das Stillleben fotografieren, warum soll es dann nicht auch Bewegtbilder dazu geben? Richtig, ganz wichtig auch dabei, wenn es das nicht geben würde, müsste man auf dieses Gespräch hier verzichten und das wäre sehr schade. Zum einen das und du hättest keine Auswertung von deinen Spielen. Genau, auf der Gegenseite, das heißt also auf der Gegenseite von Post Telekom Schwerin fällt das 8. Tor für den ESV Hagenow. Und der Torhüter hätte vielleicht schon früher aufs Feld kommen sollen. Sehr aktiv für seine Mannschaft. Schrittfehler. Und man hätte ihm zurufen wollen, Lauf, Forrest, Lauf. Und hier sieht man, dass ohne große Bewegung, ohne Laufarbeit kein Raumgewinn möglich ist. Und es dadurch dann auch relativ schwer werden wird, ein Tor zu erzielen. Sven, da du ja nicht nur unsere Frauen oder unseren Verein Grün-Weiß-Schwerin, oder meinen, muss ich ja sagen, nicht deinen, meinen Verein begleitest, sondern auch verschiedene andere Mannschaften. Welche Mannschaft, egal welcher Sportart, ist momentan die größte Überraschung für dich diese Saison? Ich denke mal, zu Anfang der Saison ist es der SSC Volleyball mit einer eher schlechten Leistung, die in den ersten Spielen abgegeben wurde. Und so langsam fangen sie sich aber. Ich denke mal, das sollte über die Saison hin noch ein positives Ende nehmen. Okay. Auch Volleyball, sicherlich hier in Schwerin eine Hochburg. Was ist der interessanteste Sport für dich? Handball. Andere Antwort hätte ich jetzt auch nicht gelten lassen. Das finde ich sehr gut, dass wir uns auch ohne Worte verstehen. Tor, Nummer 9 für Hagenow. Das glaube ich war auch. Nee, es gibt keine Nummer 9. Sieben Meter. Plus gelbe Karte für die Nummer 10. Lass uns kurz tippen. Ich sag links oben. Rechts unten. Latte. Okay. Und im Nachgang denn das 20. Tor durch die Nummer 4 von Post Schwerin. Ich glaube, Sven, du hast diese Saison ja schon viele Spiele der verschiedensten Vereine begleitet. Was war für dich das Highlight dieser Saison? SV Grün-Weiß 1, die erste Frauenmannschaft gegen Nordharesleben. Vom Spielerischen denke ich mal, oder vom Ergebnis her sicherlich die größte Überraschung im DRB-Pokal in der zweiten Hauptrunde einen Zweitligisten auszuschalten. Da hast du nicht ganz unrecht, das war sicherlich eines der Highlights und ich glaube, das zusätzliche Highlight war dann einfach mal das Spiel gegen Dortmund. Vom Umfeld her
die Halle schön voll, schön laut. Das hat allen Spaß gemacht, nur war leider das Ergebnis natürlich nicht dementsprechend. Aber ich denke, gehört auch mit zu den Top 3, oder Sven? Wenn du jetzt rein das Publikum sehen würdest, dann würde ich davor noch eine andere Sportart vorwählen, und zwar SSC, das letzte Spiel gegen Wilsbiburg. Von der Publikumsleistung her für mich erstmal ungeschlagen Nummer 1. Alles klar. In der neuen Arena. Aber die Arena wird noch nicht genannt, die Hölle an der Reiferbahn. Da fehlt ja noch einiges. Weiter!